Leute, willkommen zurück auf dem Kanal von Mr. Weinbrot. Heute an diesem wunderschönen sommerlichen Samstag. Ich hoffe, dass das Video natürlich dann auch am Samstag kommt, wenn ich hier schon so viel in die, sag ich mal, wunderschöne Mikrofonanlage reinquatsch. Und gestern der Stream im Kreisverkehr war einfach mega geil. Ich wollte einfach nochmal jedem Danke sagen, der überhaupt diese ganzen 2 Stunden mit uns 2 Quatschköpfen durchgehalten hat. Und ich würde jetzt ganz einfach mal sagen, ihr wisst, was wir machen. Ich wollte eigentlich kein Geld mehr für IW ausgeben, aber dadurch, dass die neue Zombie-Map mir einfach so viel Spaß macht, brauche ich einfach noch ein paar von diesen coolen Karten. Vielleicht kriegt man ja auch irgendwie waffenkammermäßig irgendwie was, wenn jetzt hier schon so ein Angebot ist mit diesem besten Deal. Also quasi ein 5er-Bundle mit legendären Vorratslieferungen. Werden wir da einfach uns mal 5 Stück kaufen. Ich hoffe, dass ich überhaupt 5 Stück überhaupt kaufen kann oder öfter hintereinander, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ja hier so eine legendäre Vorratslieferung dabei, wo mindestens ein legendäres Objekt drin ist. Und da muss ich sagen, bin ich schon extrem gespannt drauf, aber ich sage mal, wir nehmen erstmal die normalen Kisten. Wie ihr wisst, ich brauche ja eigentlich hier in diesem Opening nur die Schicksals- und Glückskarten. Um was anderes geht es mir ja eigentlich nicht, weil ich endlich verdammte Kacke nochmal wieder nein. Ich möchte gerne wieder einfach die Bang Bangs haben. Ich bekomme sie aber nicht. Oh, Bernstein-Handfeuerwaffentarnung. Eine epische Tarnung, Leute. Das ist ja fast wie Weihnachten heute an diesem wunderschönen Samstag, wo ich dieses Opening für euch aufnehme. Ja, wie gesagt, das wird heute auf jeden Fall abends dann rauskommen. Ich hoffe, dass das dann auch irgendwie hinhaut. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir in dem Zombie-Opening hier nicht zusammen, ja, sage ich mal, auch 3 von den normalen Sachen kriegen kann. Aber wie gesagt, ich brauche halt unbedingt für den Zombie-Modus die Schicksals- und Glückskarten. Das hilft mir eben nichts. Und ja, deswegen muss ich halt mehr oder weniger hier drin das aufmachen. Ich weiß, viele Leute sagen, dass die Chance oder die Drop Rate auf bessere Sachen, natürlich, es gibt einfach keine Bang Bangs. Wie soll man denn dieses crazy Easter Egg machen, wenn man keine Bang Bangs hat? Wirklich, ich bin tagelang auf der Suche nach diesen Bang Bangs und ich ziehe sie einfach nicht, Leute. Das ist wirklich, boah, die VBR Wraith, das war eine seltene, glaube ich, oder eine legendäre. Krass, Mann, ey, dass man hier sogar Waffen noch ziehen kann. Das ist ja fast wie Weihnachten. Das sollte sich ja, das ist wirklich eine legendäre. Krass. Richtig, richtig krass. Und ich glaube, man kann diese Sache, Gott sei Dank, man kann die öfter kaufen. Das heißt, wir heben uns die legendären Vorratslieferungen alle bis zum Schluss auf und gucken, was wir da für extrem krasse Waffen ziehen. Weil ich muss ja das Video den Hatern zufolge ja natürlich wieder auf mindestens 10 Minuten strecken. Nicht wundern für alle, warum heute auch keine. Und, oh, legendär für einen Multiplayer, interessiert überhaupt keinen. Wundert euch bitte nicht, warum ich heute keine Kamera aufgestellt habe. Aber Leute, wie gesagt, hier bei mir in der Dachbude ist es so verschissen stickig heiß. Ich schwitze wie die verschwitzeste Hure in irgendeinem Puff hier hinten. Also es ist wirklich extrem krass. Und wenn ich da diesen Greenscreen noch hinter mir aufbaue, da ist es nicht mehr feierlich. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und lasst trotzdem vielleicht den Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Muss ich euch natürlich immer ein bisschen wieder darauf hinweisen, weil ich natürlich auch pro Like so richtig krass am Stissel mindestens 1000 Euro natürlich bekomme, dass ich mir so bald wie möglich natürlich den Ferrari kaufen kann, den ich mir natürlich vom YouTube Money erschwitzen möchte. Spaß beiseite, Leute, es gibt keine Bang Bangs. Es ist wirklich zum Ausflippen. Man kann sich Zombie-Kiste um Zombie-Kiste kaufen und bekommt keine Bang Bangs. Ich verstehe es nicht, warum diese Karte so selten geworden ist. Wollen die Entwickler nicht, dass man mal irgendein Easter Egg hinbekommt, oder wollen sie einen einfach nur in die Fresse treten? Ich kapiere das nicht. Ich möchte so gern morgen dann vielleicht eventuell mit nochmal einem Spezialgast dieses Easter Egg probieren. Und ich bekomme einfach keine Bang Bang Karte. Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Vorgestellt, okay, kann man sich nochmal geiern. Insgesamt von meinen 5000 Call of Duty Points können wir sie uns 4-mal gönnen quasi. Das ist nicht so viel, aber ich bin gespannt, was wir dann für legendäre Waffen kriegen. Vielleicht kriege ich endlich mal diese rosane Waffe, die ich schon seit Anfang an haben möchte. Die, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt. Mal gucken, ob wir das insgesamt zusammen hinbekommen. Aber keine Bang Bangs, Leute. Ich kann mich immer nur wiederholen als Mr. Weinwood. Wir ziehen keine Bang Bangs. Yes! Der Ahoy Anker. Geile Scheiße, Leute. Ich glaube, das ist der aus dem neuen Summer Update, oder? Mega geil. Das ist ja der Wahnsinn. Guckt ihn euch an. Wir haben den Anker gezogen. Den werde ich mir dann gleich später mal für die nächsten Runden im neuen Spiel
auf meine Waffe klatschen. Richtig, richtig krass. Da freue ich mich. Über sowas freue ich mich wirklich. Und noch eine seltene Trencher. Yes! Das läuft wie am Schnürchen, aber wir bekommen keine Bang-Bangs. Ich fahre irgendwann zu diesem Activision-Laden hin und hau denen so richtig einen auf die Glotzer. Ich kann das nicht verstehen, Leute, warum es keine Bang-Bangs gibt. Ich verstehe es nicht. Ich weiß, das Einzige, was ihr von dem Video mitnehmen werdet, ist, wie oft beschwert sich Mr. Weinwood drüber, dass es keine Bang-Bangs gibt. Aber Leute, ich sage euch ein was. Es gibt keine fucking Bang-Bangs. Ruhe, Gewalt, okay, so eine Kiffer-Emblem, keine Ahnung, Zeug. Also nicht, dass ich irgendjemanden verurteile. Jeder kann machen, was er will. Aber ja. Gut, jetzt würde ich mal sagen, jetzt packen wir einmal noch 30 Schlüssel raus, weil wir ja 30 Schlüssel am Start haben. Und gucken, da kriegen wir jetzt eine gewöhnliche EMC. Und die Karten gehen auf und wieder kein Bang-Bang dabei. Wollt ihr mich ficken oder wollt ihr mich ficken? Ach, ich habe eine 10er-Kiste gekauft. Ich bin ja so dämlich. Mr. Weinwood, du kannst wirklich was. Muss man echt sagen. Eine seltene Oni, die habe ich auch schon am Schlüssel. Komm, eine Bang-Bang. Auch wieder nicht. Alter, das wird der Running Gag, Leute. Ich schwör's euch. Das wird der Running fucking Gag. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. 39,99 und nicht eine Bang-Bang-Karte in den Kisten gezogen. What the fuck? Hey, aber wir können ihn ja noch einmal noch kaufen. Geil, Mann. Da haben wir die Chance ja nochmal auf Bang-Bangs. Es ist ja fast wie Weihnachten. Oder wie es Kreisverkehr fast sagen würde, irgend so ein Schmabudel, Spudel, Schnibbel-Dings. Keine Ahnung, was er da immer vor sich hin redet. Also der Typ ist wirklich extrem so sympathisch, der Junge. Ey. Ich habe mich so gefreut gestern über den Livestream. Für alle, die dabei waren, nicht dabei waren, guckt ihn auf jeden Fall nochmal wenigstens ein paar Minuten in der Wiederholung an. Ich habe ihn dann auf dem Kanal hochgeladen. Wäre wirklich extrem nice. Drohnenpaket, Zubehör. Jawohl, ein Schlüsselanhänger, der aussieht wie ein Drohnenpack. Jawohl. Zahltag, Munitionskiste ins Gesicht. Leute, ich weiß, es nervt, aber ich muss es wiederholen. Keine Bang-Bangs am Start. Halsschnittspot braucht sowieso keiner, weil kein Mensch Multiplayer spielt, also ich zumindest nicht. Aufwind, geteiltes Leid und Überläufer. Ja, Grutzi, fix sie, fix nein. Willst du mich ficken oder was? Du trauriges Spiel, was ist denn los mit dir? Alter, wenn wir nicht wenigstens in den legendären Sachen noch irgendeine geile Waffe ziehen. Ich guck vorher nochmal rein, bevor wir die aufmachen. Damit wir auch ganz genau wissen, was wir ziehen wollen. Dass ich nochmal, sag ich mal, hier ein bisschen in meine Tasche reinspucken kann, wo ich mich freue. Aufgestopft, Werfertarnung. Igitt, 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 igitt. 1 Minute Superman, Sandsack, Schicksalswirbel. Duplikat davon auch schon. Botopsie, Alter, die Namen davon alleine schon. Okay, gut, Leute. Wir gehen kurz in die Waffenkammer und gucken mal auf den Zombie-Modus. Ich möchte natürlich irgendwas Geiles ziehen. Am besten natürlich, ja, wir haben ja nur die Möglichkeit, dass wir eigentlich nur hier diese Reihe ziehen, oder? Als legendäre Waffen. Eigentlich hätten wir ja, wenn wir Glück haben, könnten wir sogar... Ach so, das ist ein legendäres und kein episches. Schade, da kann ich die dreiläufige Salvo hier nicht ziehen. Wo war denn diese Waffe, die ich unbedingt haben wollte? Ist das eine gewöhnliche oder eine seltene? Da gab es so eine rosane Waffe, gab's. Die haben sie die weggepatcht oder was? Das kann ja gar nicht wahr sein. Okay, gut, keine Ahnung. Wir machen einfach mal auf, Leute. Zombie-Kisten ist da. Die können wir nicht mehr kaufen. Vorratslieferungen. Wir haben 4 Legendary Vorratslieferungen am Start. Und ich würde sagen, Leute, 3, 2, 1. Wir öffnen einfach mal erst nochmal 3 von den normalen Kisten. Wir haben ja noch 600 Call of Duty Points. Ich mache es aber auch wieder spannend heute, okay? Dreht in die Fresse, vielleicht kriegen wir jetzt Bang-Bangs. Komm, 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 komm. Wenigstens einmal. Es kann nicht sein. Leute, was ist da los? Ich bin im Rage-Modus. Hallo, what the fuck? Okay, die seltene DMR1, alles klar. Okay, okay. Yes! 2-mal sogar hintereinander. So lange muss ich mich aufregen. 4 Karten gezogen. Gott sei Dank, wenigstens etwas. Das ist trotzdem ein Tritt in die Fresse, aber wir haben 4-mal die Bang-Bangs gezogen. Und jetzt noch die wunderschöne Hengstmaschine-Pistolentarnung. Das ist ja auch wieder fast. Komm, nochmal Bang-Bangs, komm.
Oh, ich dachte schon, wie ich das in der Mitte gesehen habe, aber leider, leider. Okay. Gut, man will sich nicht zu viel beschweren. Leute, jetzt 3, 2, 1, los geht's. Die legendären Vorratslieferungen. Wir machen die erste auf. Race hält Kopf und Körper, nice. Ach, das heißt, nee. Das heißt, man kann keine Waffe ziehen, sondern, oh nein, und wieder falsch verstanden. Das heißt, es ist mindestens ein legendäres Ding dabei. Yes, die Reaver, die habe ich aber schon reanimated. Um Gottes Willen komme ich mir gerade verarscht vor, Leute. Ich weiß nicht warum, aber ich krieg immer einen Tritt in die Fresse. Ehrfurcht, legendär, Mons of the Rap, Visitenkarte. Ich hoffe, die bewegt sich wenigstens. Sieht gar nicht so schlecht aus, ein bisschen spacig. Um Gottes Willen, ich dachte, man kriegt gesichert einfach eine legendäre Waffe. Und ich freue mich schon wieder wie so ein Trottel. Yes, die Raider-Zubehör. Okay, wenigstens drei geile Schlüsselanhänger in diesem Pack-Opening gekriegt. So, meine Freunde, Grüße gehen raus an die Hater. Natürlich wieder schön gestreckt auf 10 Minuten, dass ich natürlich unbedingt wieder 30 Cent in der Videoausgabe, sag ich mal, in den Videoeinnahmen verdienen kann. Leute, für alle anderen, die den Mr. Weinwood nicht hassen, lasst bitte gerne ein Like nach oben da, Daumen nach oben natürlich. Sorry für mein vieles Gequatsche, ich bin einfach ein Mensch, der unbedingt immer durchgehend ganz schnell reden muss, weil ich einfach so viel Redebedarf habe. Weinwood Army, for the win, meine Freunde, danke fürs Einschalten. Falls heute Abend kein Livestream kommt nach diesem Video, seid mir bitte nicht böse. Auf jeden Fall morgen Abend bin ich dann wieder am Start, aber ich muss heute mal eine kleine Runde nach außen gehen. Okay, Schnauze jetzt. Tschüss.